Guten Morgen, ihr Lieben. Ich filme heute wieder ein Food Diary für euch und zum Frühstück gibt es eine Mandarine und eine Semmel mit Käse. Ich bin eigentlich mehr der süße Frühstücker, aber ich habe leider keine Marmelade mehr und Butter hatte ich auch nur noch so viel für eine Semmelhälfte. Für die andere hatte ich schon nichts mehr. Und irgendwas muss ich ja auf meine Semmel machen, deswegen habe ich jetzt Käse draufgelegt. Und dann gibt es wieder Ingwerwasser. Und es stellt nie scharf, wenn ich euch das zeige. Und während ich jetzt frühstücke, schneide ich schon mal den Vlog für heute Abend. Weil ich dann gleich los muss zu meiner Mama und Stefan. Und ja, deswegen muss ich das wieder zeitgleich machen. Hallo Simba. So, bei meiner Mama angekommen. Genau. Und es gibt einen Salat als Vorspeise mit Feldsalat und Chicorée und Sprossen. Zuckerhut, Wintersalat, Karotten und Kresse selbst gezogen. Und Gurken. Und Gurke. Mama und Gurke. Ist ein Nudelauflauf und wir haben nicht einmal Teller. Oh, 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 mit ganz viel Gemüse: Grünkohl, Zucchini, Kürbis, was habe ich denn nur drin? Lauch, Schafskäse, Gouda, Brennnessel Gouda, Gouda und einer guten Soße selbst gemacht. Also, der ergibt sich halt mit dem Gemüse zum drüber geben. Übrigens, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte eigentlich noch so machen wie Hackfleisch mit Grünkern, aber da war ich mir nicht sicher, ob du das magst. Ja. Weil das weißt du schon, statt Hackfleisch so Grünkern, so geschrotet und aufgekocht und das hat einen guten Geschmack. Aber das ist halt mit dir immer so eine Sache. Wüsste ich jetzt auch nicht, müsste ich probieren. Müsste das nächste Mal probieren, was er wollte. Ja. Das kann man dann mit drunter machen. Naja, jetzt habe ich halt. Habe ich halt dann dafür den Grünkohl, der ist ja auch reichlich. Und dann wird es schon gut werden. Es lohnt sich nicht. Jetzt machen wir mal da schön unten. Und jetzt gibt es noch einen von Mamas selbst gebackenen Lebkuchen. Der hat jetzt einen abnehmbaren Handstaubsauger. Das ist praktisch. Ist das 3 in 1 Akku und Handstaubsauger und zusätzliche Wischfunktion. Das ist jetzt quasi zur Akkustation. Schauen wir mal. Also der hat quasi keine Schnur. Jetzt macht man eine kleine Abendbrotzeit. Da habe ich heute so Fladenbrot gebacken. Mit Mozzarella wollte ich schon sagen. Wie heißt denn der? Parmesan? Parmesan, ja. So wie die Baguettes am Geburtstag? Nein, ja. Ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Die waren ja sehr, sehr gut. Eine Kürbissuppe. Kann sich jetzt noch leicht erwärmen.
schauen wir mal, was wir mit den Sachen haben. Meine Küche zerlegst du. Schau das schöne Flachenbrot an. Also, jetzt wird es gleich buschen und krachen. Wird gleich der ganze Hausstand fallen. Das ist unglaublich. Süß. Frischkäse. Was hast du für ein Mehl verwendet für die Emma. Semmeln? Emma. Haben irgendwie eine andere Farbe? Oder ist da noch was drin? Nö. Außer Parmesan? Emma, Parmesan. Ist das der Gute vom Geburtstag? Mhm. Machen wir mal ein bisschen. Was haben wir denn noch? Eine Gurke. Das sind Gürkchen. Ich zeig mal die Aufstriche. Also wir haben hier einmal von Zwergenwiese Currika, rotes Curry Paprika Brotaufstrich. War das der? Nee, ne? Der war's, glaube ich. Und zwar von Zwergenwiese Streichs drauf Arabitum. Veganer Bio Brotaufstrich mit Tomate und Cayenne. Und der ist vegan, aber ich glaube Zwergenwiese ist allgemein vegan. Mhm. Wann ist die von deinem Geburtstag? Ja. Und dann haben wir hier noch einmal Essiggurken und einmal Antipasti von Gustoni. Ich glaube, das haben wir schon mal gezeigt, gell? Da fischen wir uns jetzt auch was raus. Eine getrocknete Tomate. Was können wir denn da noch drauf tun? Auch noch ein kleines Blatt. Etwas Petersilie. Steinsalz. Diese türkischen Blauflagen, genau. Alles im Dunkeln. Dunkel war es. Das kommt an Silvester. So, und als Vorspeise esse ich jetzt erstmal noch eine Orange und ich zeige euch nochmal die belegten Semmeln von meiner Mama im Licht. Stefan, du machst ja alle Lichter an. Ja. Heute ist ja der zweite Advent, man kann es gar nicht glauben irgendwie. Da wird auch unser Stabsauger, der wird auch in der Rosen, weil ich so... Ja, hast du ja schon einige... Ja, ich denke, mit so elektrischen Geräten hat auch jeder irgendwie immer irgendwas, wo vielleicht nicht geht. Ja, und ich denke, du wirst halt in der heutigen Zeit, das wird halt so. Bei der Massenproduktion passiert das einfach. Ja, ja klar. 99 sind zufrieden und einer ist es das nicht. Das ist immer die Qualität. Hm? Machen wir es jetzt noch mit. Ich will mal Salz drüber, bitte.
Bis zum nächsten Mal. Der Abend ist schon wieder da. Also tschüss. Medi. Mhm. Junges Medi. Ich schreibe mal Zeit zum Licht. Fabelhaft. Magic Cleaning. Magic Cleaning? Ich dachte, das hieß anders. Schön, gell? Süß. Alles in einem. Süß. Putzig. Also dann. Tschüss, Moni. Tschüss. Also muss einholen, gell? Verlangsam. Ja. Dann kurz so kurz App. Muss auch noch ein bisschen. Ist dein Parkplatz immer frei? Nicht immer. Nicht immer. Ich parke immer woanders. Aha. Aber ja. So, und als Nachspeise esse ich jetzt noch die restlichen Pistazien von Öltje, die ich gestern schon angefangen habe. Und dann gibt es noch ein Magnum Classic. Zuschauerfrage, was habt ihr heute gegessen? Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen guten Start in die neue Woche. Bis morgen. Tschüss.